Die Universität Zürich baut das neue Zentrum für Zahnmedizin in Hattingen. Es ist Teil des Hochschulgebiets Zürich-Zentrum. Wir haben die einmalige Chance, aufgrund eines politischen, weitsichtigen Entscheids, das Kinderspital auf die Länge vorzügeln, einen Neubau erstellen. Wir dürfen das Areal vom Kispi übernehmen, unser neues Zentrum bauen. Und unser altes Gebäude dürfen wir übergeben im Universitätsspital für deren ihre eigene Entwicklung. Es haben sich 46 interdisziplinäre Teams für Zulassung zum Wettbewerb beworben. Die Jury hat dann 15 Teams zugelassen. Wir haben 4 Projekte rangiert. Auf dem ersten Rang hat die Jury einstimmig gewählt das Projekt Lightrack vom Generalplaner-Team Roger Bolzhauser Architekten und Dresen Sommer. Die Konzeption von diesem Projektvorschlag ist äußerst flexibel gestaltet. Das gibt uns die Möglichkeit, sowohl während der Planung auftretende Veränderungen wie auch später noch auf neue Anforderungen einzutreten. Kein Massanzug, sondern ein flexibles System. Auch das ist ein wichtiger Nachhaltigkeitspunkt. Im Vergleich zum heutigen Standort wird sich vor allen Dingen bei dem Neubau ändern, dass wir die verschiedenen Bereiche des Zentrums Zahnmedizin enger beieinander haben. Also wir werden einige Dinge haben, die das Zentrum einfach nicht nur schöner werden lassen, das natürlich auch, aber die das Zentrum auch attraktiver werden lassen im Sinne der Zusammenarbeit der Mitarbeiter, aber auch für unsere Patienten ein schöneres Erscheinungsbild darstellen werden. Die Ansprüche der Stadt an die Aufgabe des ZZM sind, dass wir gesagt haben, das heutige Areal ist ja praktisch einfach zugebaut. Und wir haben die Erwartung, dass sich das verändert mit dem neuen Projekt, dass eben da mehr Freiraum, mehr Grünraum entsteht und auch eine bessere Verzahnung und Öffnung ins Quartier. Als Studierendenvertreter war es extrem spannend zu beobachten, wie die unterschiedlichen Büros mit den komplexen Anforderungen von dem Neubau umgegangen sind und wie die einzelnen Lösungsvorschläge gegeneinander abgewirkt worden sind. Das ist das erste Mal, wo der VSUZH bei so einer Jury teilgenommen hat und zeigt sowohl von den Studierenden als auch von der Universität Zürich Seite aus, wie bereit man ist, zusammen an diesem neuen Projekt zu arbeiten.